Okay Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von City Survival 4 und ja, heute ist es die dritte tatsächlich und mittlerweile ist leider keiner mehr so richtig auf dem Server aktiv nach bereits einer Woche, die das Projekt jetzt läuft, finde ich ja echt keine Leute mehr an. Also neulich habe ich gestreamt und da war auch keiner da und auch auf dem Server auf Discord wird kaum was geschrieben, also eigentlich gar nichts mehr mittlerweile, ne? Nur zum Starttag und vielleicht noch ein, zwei Tage danach, aber dann war wirklich Funkstille. Und das finde ich schon sehr schade irgendwie und auch komisch, denn ja, der Shandy hatte ja gesagt, noch letzte Folge, wo ich ihn gefragt hatte, dass wirklich viele Leute hier spielen eigentlich, ne? Also alle, die auf dem Discord waren, das waren irgendwie dann 12 oder so, hat er gesagt, ne? Ich habe mittlerweile auch die Folge schon geschnitten, was ich auch gut finde, denn ja, ist halt besser, als wenn ich jetzt wieder 5 Monate warte mit dem Schneiden, ne? Also zurzeit habe ich halt echt manche Aufnahmen, die schon 3 Monate rumlungern. Die ich parallel noch schneiden muss zu den aktuellen. Also, ja, ich versuche das irgendwie zu handeln. Und es fällt schon sehr auf, der Unterschied, ne? Wenn ich aktuelle Folgen so rum schneide, geht das viel, viel einfacher, als wenn ich so alte Folgen schneide, die man eben nochmal viel länger dann durchgucken muss und suchen muss, okay, wie wollte ich das jetzt hier schneiden, wie das, ne, und so weiter und so fort. Ist nicht ganz so einfach. Und bei so neueren Aufnahmen, da weißt du noch, okay, so und so wollte ich das jetzt machen und die lassen sich echt besser schneiden und deswegen versuche ich das auf jeden Fall wieder alles aufzuholen. Ja, okay, was gibt's zu sagen? Ich habe im Stream nur ein bisschen was gemacht, also ich hatte nicht so eine richtige Idee, wohin ich quasi will hier im Projekt, ne? Ich habe auch zurzeit die Angst, dass der Server gar nicht mehr lange läuft, ne? Ich meine, der ist so inaktiv, aber immerhin habe ich noch 0 Tote, ne? Das ist schon mal gut für eine Spielzeit von, Moment, da muss ich mal gucken. Irgendwo hier steht's, also, ja. Ich habe gerade keine Ahnung. Tote 0, Spieldauer 3 Stunden knapp. Also, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Jedenfalls habe ich hier noch eine Melonenfarm, ne? Das ist die riesige hier mit einer Pflanze, die alle Stunde mal wächst oder so. Und ja, neulich ist mir auch aufgefallen, da sind ja Blätter noch nicht decayed gewesen. Also, es ist wirklich keine Sau auf dem Server gewesen irgendwie zwischendurch. Denn, ja, sonst wären ja die Blätter decayed. Die sind jetzt safe immer noch da hinten. Ich glaube, ich sehe sie da schon aufleuchten am Ende des Horizonts, ne? Da ist noch so ein schwebendes Blatt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt jetzt im Video, aber ja, das ist schon krass irgendwie, wie inaktiv der Server hier ist. Neulich im Livestream, also da hat man es auch nochmal gesehen. Ich weiß auch nicht, naja. So, ich tue erstmal hier ein bisschen was weg. Ich versuche auf jeden Fall noch das Beste aus dem Projekt hier rauszuholen. Und hoffe mal, dass ich hier noch ein bisschen was schaffe, ne? Und ich habe natürlich immer noch meinen Halloween-Skin an, ne? Also, ja, der ist halt ein bisschen anhänglich geworden, ne? Den werde ich nicht mal los. Ja, das Ding ist halt, ich denke nie dran und bin zu faul, da mal dran zu denken oder mir das zu merken, keine Ahnung. Aber ich muss einfach mal durchziehen, ne? Ich meine, so ein Skin ändern, das dauert eigentlich nicht lange, aber ich krieg sowas immer nicht geschissen. Und ja, keine Ahnung, sind halt immer so spezielle Aufgaben. Naja, die gehen irgendwie einen auf die Nerven. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich muss jetzt erstmal schauen, was ich mache. Ich denke mal, ich baue mir vielleicht so einen Keller da unten hin, in der Art. Denn, ja, warum nicht? Einfach mal so ein bisschen hier was freibuddeln. Da kann ich vor allem schön nebenbei über ein Thema reden und ich hätte gerade eins. Und zwar würde ich sagen, dass ich mal ein bisschen was zu Autos und so sage, ne? In letzter Zeit kommt nämlich auf Twitter öfter das Thema auf, ob man lieber mit einem Auto zum Beispiel fährt oder mit der Bahn, ne? Und ja, weil ich ja durch mein Studententicket ein Freiticket habe für das ganze Bundesland, kann ich natürlich kostenlos Bahn fahren, ne? So viel ich will, zumindest innerhalb des Landes. Wenn ich dann natürlich in ein anderes Bundesland will, dann wird's teuer. Ja, und ich weiß nicht, ich finde das halt eine ziemlich coole Sache und ja, durch solche Sachen, da merkt man dann erstmal, wie gut man es hat oder ja, da ist man erstmal so richtig froh, nicht aufs Auto angewiesen zu sein, ne? Denn, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, da auch noch bezahlen zu müssen jeden Tag für den Sprit und so, ne? Und, keine Ahnung, das ist halt echt nicht so geil, ne? Muss ich sagen, also, ja, so ein Auto auch zu halten, Kfz-Steuer etc. ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, was dann ins Geld geht etc. Aber, ja, auch allein der Sprit ist natürlich nicht ganz so wenig, denn wenn du mal denkst, ne, wenn du jetzt jeden Tag hin und her auf Arbeit fährst oder in der Schule oder sonst wohin, dann geht das schon ganz schön in die Kilometer, ne? Also zum Beispiel, du bist jetzt so 10 Kilometer alleine von der Schule weg
fährst da jeden Tag hin, sind 20 Kilometer, ne? So, dann musst du halt berechnen, wie oft in der Woche machst du es, fünfmal. Ja, da bist du schon bei, nach Adam Ries, 100 Kilometer, ne? Genau. Und ja, das ist schon krass, ne? 100 Kilometer in der Woche und ja, na gut, ich meine, es geht noch, aber über das Jahr und so, das läppert sich einfach. Und da merkt man dann schon, ist nicht ganz so geil. Und ich finde halt Bahnfahren zum Beispiel viel auch entspannter. Habe ich auch auf Twitter schon mal gepostet. Denn ja, du kannst da auch in der Bahn ein bisschen entspannen, ne? Es ist halt viel, viel angenehmer irgendwie, nach der Arbeit sich nicht in ein Auto setzen zu müssen und noch heimhetzen zu müssen. Danach bist du noch viel kaputter, als wenn du dich einfach in den Zug setzt und dann schon mal so ein bisschen runterfahren kannst, ne? Das ist halt viel geiler. Und ja, generell kannst du im Zug auch die Zeit anderweitig viel besser nutzen. Im Verkehr musst du dich halt komplett immer auf den Verkehr konzentrieren, ne? So, und du hast halt einfach null Chance, irgendwie was anderes zu machen, ne? Und so weiter. Und es ist irgendwo vertane Zeit, finde ich, ja? Weil immer nur stumpf auf den Verkehr zu achten und hier muss ich das machen und immer sich zu konzentrieren, das ist einfach anstrengend. Und ich habe einfach keinen Bock, zum Beispiel, das jeden Früh und jeden Abend durchzumachen. Vor allem früh, wenn du dann noch unter Druck stehst, weil du auf Arbeit musst, ne? Dann musst du durchkommen durch den Verkehr, ne? Das ist natürlich nicht geil. Und ja, man will natürlich auch nicht allzu früh losfahren, weil da muss man noch eher aufstehen und dann wartet man vielleicht am Ende noch mehr rum, weil man schon zu früh da ist oder so, ne? Bei Gleitzeit ist es natürlich geil. Wenn du Gleitzeit-Arbeitszeiten hast, dann ja, hat man schon Luxus, weil dann kannst du quasi losfahren, wann du willst, ne? Und du kommst halt an, wann du willst. Das ist halt echt geil und solche Angebote sind wahrscheinlich dann auch sehr, sehr entgegenkommend der für den Arbeitnehmer. Ja. Aber jedenfalls, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, jetzt jeden Tag hier mit dem Auto zu fahren. Also ganz ehrlich, da habe ich einfach aktuell gar keinen Bock drauf, ne? Ich meine, Autofahren ist ja nicht schlecht per se, ne? Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Vor allem, ja, es kann auch manchmal echt lustig sein, aber es wird halt dann zur Qual und zur Last einfach nur, wenn du wirklich jeden Tag darauf angewiesen bist, weil du hin und her kommen musst. Also ich hätte da absolut keinen Bock mehr aufs Fahren und würde mich wahrscheinlich auch nicht mal einfach mal so zum Spaß ins Auto setzen. Also es würde dann echt komplett mir alles verloren gehen. Also so dieses Feeling und so, weißt du, was man vielleicht noch beim Autofahren hat. Dieses Freiheitsgefühl oder so. Es würde mich für mich nur noch eine Last darstellen und so eine Routine, so ein Hamsterrad und Alter, keine Ahnung, das würde mir extrem auf den Sack gehen. Da fahre ich viel lieber mit dem Zug aktuell. Und ich hoffe mal, dass ich später auch noch mit dem Zug fahren kann. Das wäre halt schon echt geil. Denn ja, ich will mir das irgendwie nicht antun hier mit diesem, die ganze Zeit, wie gesagt, ne, rumhetzen und so weiter. Das muss einfach nicht sein. Ja, in manchen Situationen ist es natürlich besser, so ein Auto zu haben, ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, in Urlaub fährst oder so und viel Gepäck hast, ne? Und irgendwo hin musst vielleicht, wo kein Zug oder kein öffentliches Verkehrsmittel oft hält, ja, da ist es natürlich sehr gut, ne, wenn du ein Auto hast und da brauchst du es wahrscheinlich auch oft. Wenn du dann nur die Alternative von irgendwelchen Ruftaxis hast, weil da nicht mal ein Bus fährt und die Ruftaxis fahren dann vielleicht mal alle einmal am Tag oder sowas, ne? Ja, da brauchst du natürlich ein Auto. Und ja, das ist auch so ein Grund für mich, warum ich absolut keinen Bock hätte, auf dem richtigen Dorf zu wohnen, ne? Also, ich weiß nicht, das wäre halt nicht so geil, wie ich finde. Und ja, ich brauche halt schon so ein bisschen diese Zivilisation oder diese Verkehrsanbindung auch etc., ne? Sonst fühlt man sich einfach so abgelegen und ja, das ist einfach nicht so meins, ne? Also, ja, da bin ich schon noch ganz froh, wie es jetzt ist aktuell bei mir, dass ich jetzt nicht auf dem letzten Dorf so wohne. Und ja, das ist schon mal schön. Genau. Was soll ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Also, sicherlich kann es sein, dass sich die Meinung jetzt auch ändert, ne? Dass ich in ein paar Jahren anders drüber denke, aber aktuell denke ich echt so drüber. Und ich denke auch nicht, dass ich dann nochmal irgendwann anders drüber denke, weil wie gesagt, im Zug, da kannst du halt immer die Zeit verschieden nutzen, wie du willst, ne? Ist halt einfach nur geil. Und ja, sicherlich ist man an die Abfahrtzeiten gebunden, etc. Da kann man natürlich sagen, ja, das ist einfach scheiße, wenn man dann immer hier
keine Ahnung, zu der und der Zeit da sein muss und dann fährt da kein Zug, wo man eigentlich weg könnte und ja, dann wartest du da und hier, ne? Und dann natürlich auch die ganzen Verspätungen und die Unzuverlässigkeit ist natürlich auch nicht so schön. Aber ja, mit der Zeit kann man natürlich dann auch sich so ein bisschen manchmal die Verbindungen raussuchen, die man verlässlicher erkennt, ne? Also bei mir ist es zumindest so, ich kenne halt Zugverbindungen bei mir, die einfach viel, viel verlässlicher sind als andere. Und ja, das ist halt schon krass, da kann man sich so ein bisschen das aufbauen. Aber manchmal geht es auch nicht anders, da muss man dann auch die Unzuverlässigen nehmen und dann hast man natürlich immer ein Problem. Also das ist auch wieder so ein Thema für sich. Naja, ich würde aber jetzt erstmal das Ganze hier beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da rede ich dann eventuell ein bisschen weiter. Vielleicht auch nochmal über so ein Thema, mal schauen. Aber jetzt erstmal danke fürs Zusehen, bis dahin und tschüss.